42. Ich habe bereits einige solide Marathons hinter mir. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, den nächsten Schritt zu wagen. Herauszufinden, was die Leute da draußen auf diesem Weg finden, was sie dazu treibt, diese unbezwingbar erscheinenden Distanzen zu laufen. Da bin ich sehr stolz drauf auf dieses Buch. Es, ja, auch weil es jetzt vielleicht genau in meine aktuelle sportliche Lebensphase reinpasst. Aber ich sehe halt dieses Buch des englischen Autors und Journalisten Ed Herron and Finn als ein Buch, das so viele von uns hätten auch schreiben können. Ultra ist der neue Marathon, sagt er. Die Menschen wollen in die Rolle eines Märtyrers schlüpfen. Sie wollen raus und darüber reden, wie episch es war oder wie sie das Rennen mit vier gebrochenen Beinen oder einer gebrochenen Wirbelsäule noch beendet haben. Gleichzeitig ist es jetzt aber nicht nur eine Erzählung von, ja, ich habe das und das bestritten, sondern als Journalist hat er eben auch die Möglichkeiten gehabt, mit sehr vielen Paradesportlern im Traillaufen, im Ultratraillaufen zu sprechen, sich über die Hintergründe Gedanken zu machen, da zu recherchieren. Und so ist dann ein Roman entstanden, der gleichzeitig ein Sachbuch ist, beziehungsweise ein Sachbuch, das gleichzeitig ein Roman ist. Darum geht, wann oder mit welcher Platzierung die Ziellinie überschreitet, sondern eben das, was ich halt am Weg überhaupt dorthin, dass ich da mal stehe. Ja, Ultralauf ist für mich ja, eine Reise und ein Abenteuer, vor allem in sich selbst hinein, weil man eben in relativ kurzer Zeit ziemlich viel über sich selbst lernt. Und ja, ist für mich Abenteuer, draußen unterwegs sein. Grundsätzlich bedeutet Ultralaufen einfach draußen sein in der Natur. Und ja, für mich ist es halt immer, ich schaue mir gern was Neues an, also neue Gipfel, neue Wege. Und das lässt sich halt eigentlich beim Ultralaufen alles super kombinieren. Man sieht in kürzester Zeit ziemlich viel. Man lernt wirklich, wo seine Prioritäten sind im Leben, weil man einfach in sich geht, sehr lange mit sich selbst unterwegs ist und wenn man es halt richtig macht, in dem Laufen und in dem Gefühl dementsprechend aufgeht und dann einfach, das klingt ja vielleicht esoterisch, aber ja, mit sich selbst oder bleiben ins Reine kommt. Ab 15 Stunden oder 100 Kilometer, glaube ich, zumindest was ich halt so die Erfahrung gemacht habe, ist halt eher der Kopf, der sagt, wo es lang geht. Da kennen die Füße, da ist konsumiert sein und man ist erledigt und weiß ich nicht, hungrig, alles Mögliche. Aber wenn der Kopf sagt, es geht weiter, dann geht es weiter. Also so zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Ich empfehle dieses Buch Läufern, egal auf welcher Distanz, Laufinteressierten, Sportinteressierten, die sagen, was spielt sich in dieser Trendsportart Trailrunning ab. Dieses wunderbare Buch mitgebracht hat und den Abend so herrlich moderiert hat. Danke, Egon Kleiner. Prinzipiell geht es jetzt eher um den Bereich Training, Trainingswissenschaft, Trainingssteuerung. Du bist im Trainingsbereich unterwegs, ich bin im Trainingsbereich unterwegs und dass wir das ein bisschen gegeneinander anschauen, sich ein bisschen unterhalten in dem Bereich. Was ist Training? Jeder hört Training und es gibt Bewegung, es gibt nur Laufen, es gibt Jogging, aber um was geht es jetzt beim Training allgemein? Ja, das Training ist im Prinzip ein Prozess, der eben einen gewissen Ablauf hat. Und da geht es eben dann um Regelmäßigkeiten. Das heißt, Training ist auf jeden Fall was Planmäßiges.
Und da geht es dann eben auch um Reizauslösungen, um Reizsetzungen. Und das wird eben dann in einem Gesamtpaket verschnürt. Das heißt, es sind die einzelnen Trainingseinheiten und die Inhalte von diesen Trainingseinheiten eben dann wesentlich. Und natürlich aber auch in dem Ganzjahresrhythmus bzw. Jahresplan bzw. auch natürlich in dem Mehrjahresplan zu sehen. Und das ist im Prinzip aber auch so die Kunst des Trainierens, ja, dass ich jetzt selbst in meiner einzelnen Einheit weiß, wie jeder Schritt zu laufen hat und wie sich dieser Schritt aber dann auch in 4 oder 5 Jahren dann auswirken wird. Viele Leute, die was eigentlich zu mir kommen, um einen Trainingsplan fragen, eine Trainingssteuerung, die wissen schon relativ viel. Also, weil die Medien sind ja heute im Endeffekt auch relativ gut ausgebreitet, auch, wo man sich genug informieren kann. Sagt man, Dr. Google und so ist im medizinischen Bereich so, das ist ja im Trainingsbereich auch genau dasselbe. Nur viele, die was kommen, die wissen nicht, wie sie es in ein System zusammenkriegen. Gell? Und das ist eher, glaube ich, die Aufgabe von einem Trainer, der was einfach die Aufgabe hat, das Ganze in ein System, in eine Linie reinzubringen. Wie ist denn das jetzt vom Aufbau her, wenn jetzt ein Sportler, ein Läufer zu dir kommt, gell, und sagt, okay, er möchte jetzt einen Trainingsplan haben. Gell, wie fangst du an oder wie gehst du da vor? Also das Wichtigste ist natürlich immer das Erstgespräch, quasi die Anamnese. Was hat es für einen sportlichen Werdegang bisher gegeben? Das schleift sich dann natürlich bis zu den Zielsetzungen und dann wird überhaupt einmal geschaut, ob diese Zielsetzung generell zu der Ausgangsbasis, ob das überhaupt kompatibel ist. Und dann wird man eben auch versuchen, dieses gemeinsame Ziel dann entweder einfach zu bestätigen oder dieses Ziel versuchen, dann etwas umzuformulieren oder vielleicht einfach auch mal Zwischenschritte zu setzen. Weil, wie wir ja wissen, im Ultratraillauf geht es eben, das Interessante sind dann gleich Distanzen über. Also das Ultra steht da viel mehr im Vordergrund, als dass man sich dann wirklich einmal konzentriert drauf auch und vielleicht wirklich eben diesen systematischen Weg beschreitet und sagt, ich schaue mir das jetzt nochmal Schritt für Schritt an und versuche das wirklich langfristig aufzubauen und will nicht unbedingt jetzt im nächsten Monat von 40 Kilometer auf einen 100-Meiler dann umschwenken. Es gehört ein vernünftiger Aufbau her, gell? Auch im alpinen Gelände, übers Jahr weg. Wir haben ja viele Läufer, das sind ja Outdoor-Sportler, die machen nicht nur Traillaufen, sondern die sind im Winter im Skitourenbereich unterwegs. Und wo ich immer die Erfahrung gemacht habe, wenn der Skibereich oder Skitourenbereich schon langsam endet, dann fangen sie erst mit dem Laufen an und lernen im Endeffekt erst wieder über das Trailrunning im Gelände sich bewegen, schön langsam wieder die Gelenke, Muskulatur, Sehnenbänder und so weiter auf den härteren Untergrund einfach anzupassen. Wie machst du das jetzt beim Trailläufer jetzt, also vom Aufbau über das Jahr? Also wann fängt im Endeffekt die Planung an, das heißt fürs nächste Jahr? Wann fängt gewisse Vorbereitungen an, du bist da gewisse Vorbereitungsphasen, Wettkampfphasen, Übergang oder Regenerationsperioden auch drinnen haben. Wie schaut das ungefähr aus bei dir so im Laufe des Jahres? Also grundsätzlich startet es eh so wie im Straßenlauf meistens, dass man halt dann im November beginnt, eben mit der Übergangsperiode, die halt dann so 3-4 Wochen mit unspezifischen oder relativ wenig Ausdauerprogramm starten. Und da beginne ich dann schon mit den Leuten, die ja in der Kraftkammer was tun wollen, mit dem Aufbau. Das heißt, mit der Vorbereitung im Prinzip des ganzen Sehnen- und Bandapparates. Und da greife ich ja zu der Hypertrophie-Methode oder Bodybuilder-Methode dann schlussendlich, wo jetzt nicht für viele nicht ersichtlich ist, warum sollte ich Bodybuilding machen. Nur da ist eben auch die Idee, dass man den Eiweißspeicher in der Zeit auffüllt, wo man eben dann nicht so viel Kilometer läuft, weil der Eiweißspeicher im Prinzip eine Absicherung für das ganze Immunsystem ist und damit kann ich eben auch meine Leistungen oder die Leistung dann über das ganze Jahr relativ lang aufrechterhalten. Aber da müssen dann schon Gewichte bewegt werden, die so im Bereich von 70-80% der Maximalleistung oder der Einmal-Maximalleistung stattfinden. Und da macht man eben so rund 12 bis 16 Wiederholungen und da 3 bis 4 Serien, dass man da eine Auslastung findet. Also das hat wirklich nichts mit den üblichen Kraft-Stabi-Übungen zu tun, sondern das ist wirklich
Gewichte schupfen, sage ich einmal. Und da geht es eben dann darum, wirklich Eiweißstrukturen eben anzulegen. Und diese Eiweißstrukturen, die dann eben angelegt sind, die versuche ich ja dann auch schon in diesen Trainingseinheiten ein bisschen überzuführen. Das heißt, da gibt es dann die Trainingseinheiten, wo man dann vorher eben mit den Gewichten auslastet. Und dann mache ich meine kurzen Steigerungsläufe drauf oder so, damit natürlich die Motorik dann auch geschult wird. Weil nur natürlich die Proteinstruktur da drinnen nutzt man gar nichts, sondern wir brauchen ja das dann auch fürs Laufen und das gehört dann auch schon vorbereitet und dass die Sehnenbänder eben vor allem dann einfach auch den Input kriegen. Ich sage zu dir leider aber, 12 Wiederholungen, 8 bis 12 Wiederholungen, Hypertrophietraining, also Muskelaufbautraining, mach, wenn die 12. Wiederholung soll so sein, dass die letztmögliche ist, die was ordentlich durchführen kannst, weißt, im ordentlichen Rhythmus. Gell? Wenn man da nur 3 oder 4 noch machen kann, weißt, dann geh mit dem Gewicht ein bisschen auf, weißt, so dass du wirklich sagen kannst, okay, bei der 12. da drücke ich relativ nur gut dran, dann bin ich im Muskelwachstumsbereich. Gell? Für mich ist dieser Muskelwachstumsbereich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ich mache im Vordergrund zuerst eine Muskelfunktionsdiagnostik auch. Und dann sieht man gleich, weil durch eine Eindünnigkeit im sportlichen Bereich, man war so sportartspezifisch, sei es jetzt Fußballer, Tennisspieler, aber auch Läufer, verkümmern andere Muskelgruppen ganz einfach. Und ich muss mich aber in einem Bereich bewegen, wo ich auch gut sein möchte oder im Endeffekt auch ohne Probleme auch Rennen beenden möchte, muss ich mich hauptsächlich in dem Bereich bewegen, das ist klar. Gell? Aber im Laufe der Zeit verkümmern andere Muskel- oder Sehnengruppen ganz einfach, weil ich die weniger beanspruchen tue. Und über eine Muskelfunktionsdiagnostik kriege ich dann heraus, also wo habe ich im Endeffekt Abschwächungen in der Muskulatur oder Verkürzungen in entsprechenden Sehnengruppen. Und dann gehe ich her und setze da das Hypertrophietraining explizit ein, da ich sage, ich konzentriere mich mit dem Hypertrophietraining hauptsächlich auf die Normalstellung von einem Gleichgewicht, dass die Muskelgruppen wieder passen. Weil sonst ist eine Präventionssache, sonst kann es im Laufe von einem Wettkampfjahr auch passieren, dass ja genau diese verkümmerten Sachen oder verkürzten Sachen Probleme auslösen. Weißt, wo dann viel mit Blackroll und sonstigen Sachen arbeiten oder dort ein Muskelfasereinriss oder was passiert, weil einfach diese Dysbalance da ist. Gell. Ganz interessant für mich ist, was man sehen kann, wie siehst du das Kraftausdauertraining? Also was fällt da ein, für wen ist das gut? Und ich habe jetzt gesagt, ich mache es jetzt nach dem Hypertrophietraining, wie siehst du das? Also ich verwende das Kraftausdauertraining eben zum Einstieg an und für sich, das heißt zur Vorbereitung des Hypertrophie-Blocks. Das heißt, da reden wir von einer Wiederholungsanzahl, die von 20 bis 30 Wiederholungen dann reicht. Und da geht es eben darum, wenn wir jetzt wieder sind, wie kann ich das gefühlsmäßig einschätzen? Da sage ich immer, dass in der ersten Serie, also wenn man die ersten 20, 25 Wiederholungen macht, eben dann noch Luft haben sollte für 2, 3 gefüllte Wiederholungen. Dann wird man über die zweite oder dritte Serie dann sowieso die Auslastung dann haben und wird eben auch noch die entsprechende Wiederholungsanzahl eben dann leisten können. Ich denke mal, es ist einfach, viele haben ja mit dem Krafttraining an und für sich nicht wirklich was am Hut. Das heißt, deswegen da jetzt der Einstieg, weil dann bewege ich leichtere Gewichte. Das heißt, ich mache einmal eine Bewegungsanbahnung und kann dann eben die gleichen Übungen, die ich mir dann erarbeitet habe in dem Kraftausdauerprogramm, in das Hypertrophieprogramm dann mitnehmen.